Herzlich willkommen und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer weiteren Folge Soulworker. Wie ihr oben links sehen könnt, bin ich endlich Level 50. Ich hatte jetzt doch einige Zeit investiert, die ganzen Nebenquests mal aufzuräumen, sowohl in Gray City als auch hier in Rune Fortress. Hier gab es ja wirklich eine ganze Menge Nebenquests, die ich alle nicht so richtig gesehen hatte, weil die alle wieder ausgeblendet waren. Ich habe es jetzt mal alle wirklich komplett erledigt. Die jetzigen Nebenquests, die jetzt noch offen sind, die kann ich erst in den folgenden Kampfarealen abschließen. Wie jetzt hier zum Beispiel Blutrausch, Rüstungshallen, Kernkontinuum und, und. Dann natürlich, wie gesagt, Level 50 endlich. Das heißt, wir haben neue Ausrüstungen bekommen. Und ich habe mir schon mal erlaubt, die etwas zu stärken, damit wir auch mal den Unterschied jetzt sehen. Wir waren links mit dem Hyperseelengeneral unterwegs, Level 40 haben wir den bekommen. Beide jetzt nun auf 7 aufgerüstet, jetzt mit der Kernbärster-Seele 5741 Angriff. Also da haben wir nochmal ordentlich was dazu gewonnen. Die werden wir jetzt hier gleich mal anlegen. Dasselbe natürlich auch mit der Rüstung. Auch hier haben wir im Schnitt doch sehr viele Verbesserungen dazu bekommen. Hier immer 1300 Leben mehr im Vergleich jetzt zur alten Rüstung und natürlich auch XP von Gegnern ist nochmal nach oben gegangen. Die Abwehr ist auch nochmal nach oben gegangen um 400, 200, 200 oder fast 600 Punkten. Also das ist schon ganz schön ordentlich. Dann habe ich natürlich auch so jetzt nochmal generell ein bisschen an meiner Lilly gearbeitet. Wir haben, das werde ich euch jetzt gleich zeigen, zahlreiche neue Akashas haben wir jetzt bekommen, weil ich habe mir jetzt einfach mal auch die Mühe gemacht, im Netz ein bisschen zu gucken, welche Akashas man so ein bisschen nehmen soll. Ich bin noch nicht ganz fertig. Ich habe noch nicht alle Akashas, die ich brauche. Aber ein paar haben wir jetzt dann doch nochmal dazu bekommen. Hatte jetzt sogar mein Grooting-Gold mal investiert, um, wie gesagt, da auch mal ein bisschen mehr an Akashas heranzukommen. Eine war tatsächlich auch dabei, die mir dann geholfen hatte und ich habe natürlich, warte mal, das hier alles zerlegen wir mal noch rasch. Ich habe natürlich auch mal wieder endlich ein bisschen was investiert in meine Skills und ich muss fast sagen, also im Vergleich zur letzten Folge habe ich meine Sensum 1 aufgewertet gehabt und nochmal so ein bisschen in Skills investiert und natürlich auch meine Skill-Leiste hier unten stark verändert, wie ihr hier sehen könnt und das war wirklich enorm eigentlich schon der Unterschied, sowohl das bisschen Angriff mehr auf die Sensor als auch hier die neuen Skills wie jetzt den Triashieb oder die Guillotine oder auch der Todestornado. Beides oder alle drei richtig, richtig geile Skills. Und die werden wir jetzt gleich kennenlernen, denn wir können uns bereits in die nächste Schlacht stürzen. Vorher noch ganz kurz hier unten, wir haben noch eine Mission abgeschlossen und zwar Zerlegungsversuch 70 Mal. Ich glaube, wir haben das ein bisschen öfters als so 70 Mal gemacht, aber ich möchte mich ja da gar nicht streiten. Geld übrigens haben wir auch jede Menge mittlerweile. Ich habe jetzt hier gerade noch ein bisschen was bei mir abgehoben gehabt. Das werden wir jetzt hier natürlich wieder einzahlen. Ihr seht das schon, wir haben fast 5 Millionen Gold auf dem Konto. Jetzt hier 4, 6, das ist wirklich eine ganze Menge. Da haben wir sogar noch ein paar Baupläne. Warte mal, das legen wir doch hier auch gleich mal ab, weil die kann ich ja nun wirklich nicht gebrauchen. Im Moment zumindest. Hier die Akashas, da jetzt auch schon fast 3 Seiten voller Akashas. Also auch echt der Hammer. Aber es ist so ein paar, die mir einfach noch fehlen. Ich hatte einfach mal in YouTube bei koreanischen Spielern versucht herauszufinden, was die so für Skills und so weiter drin haben. Das ist jetzt natürlich ein bisschen trügerisch natürlich, weil ich noch weit weg bin von denen. Ich glaube, das Maximallevel ist mittlerweile über 60. Ich bin jetzt gerade erst 50 geworden. 5 Level noch, dann können wir in den ersten Raid reingehen. Da freue ich mich schon sehr drauf. Aber uns fehlen auch noch irgendwie ein paar Skills, wenn ich das so richtig gesehen habe. Andererseits natürlich sind die Koreaner mit ihren Updates deutlich weiter wie wir hier in Europa bzw. Rest der Welt. Macht nichts. Wir werden uns jetzt hier mit der neuen Ausrüstung und der neuen Waffe in die nächste Schlacht stürzen, damit wir endlich an unsere Einsteiger-Raids herankommen und natürlich auch wissen, wie es hier in der Story weitergeht. Wir haben jetzt 4 Blood-Soul-Worker kennengelernt. Ravan, Avel, Nita und Naran. Naran war jetzt unser letzter Gegner hier in Rachesand. Angeblich
wenn wir Dr. Stoff glauben dürfen, die einzigen vier Bloodsoul-Worker, die es wirklich geschafft haben, fertiggestellt zu werden. Lass uns mal überraschen, wie das ist. Der Dr. Stoff weiß ja ein bisschen mehr, glaube ich, als er jetzt auf Anhieb uns weismachen will. Lass uns einfach mal überraschen, wie das werden wird. Wir stürzen uns jetzt auf jeden Fall mal in die Rüstungshallen. Ah, perfekt, schau mal, dann können wir hier sogar gleich noch ein paar Nebenquests mitmachen. Die illegalen Kopien sind der Grund dafür. Ganz witzig übrigens, ein bisschen schade, dass ich das tatsächlich nicht aufgenommen hatte. Ich war ja mit den Nebenquests ja unterwegs, auch nochmal in den ganzen Kampfarealen, in denen wir bereits schon unterwegs waren. Und da gab es tatsächlich nochmal zwei Unterhaltungen, die ich euch natürlich nicht vorenthalten möchte. Wie gesagt, ich hatte es nur leider versäumt, die aufzunehmen. Bisschen schade. In der ersten Unterhaltung ging es um Chloe und Dr. Farnie. Die zwei hatten sich miteinander unterhalten und zwar über Dr. Lex. Also Dr. Farnie und Dr. Lex sind sich sehr wohl bekannt miteinander. Ja, und in dieser Unterhaltung, damit ich das hier noch zu Ende führen darf, ging es darum, dass Dr. Lex nicht sehr nett war zu Dr. Farnie. Und ich weiß jetzt nur leider nicht mehr, was Dr. Lex zu Dr. Farnie gesagt hat, aber ihr kennt Dr. Lex, ne? Sie ist die jüngste und doch hochbegabteste Wissenschaftlerin, bildet sich ja ziemlich viel darauf ein. Natürlich lässt sie diese Arroganz auch an anderen aus. So Dr. Farnie war jetzt da nicht sehr begeistert davon. Das zweite Gespräch, das fand ich ehrlich gesagt ein bisschen interessanter zwischen Avon und Amanda, denn sie haben beide festgestellt, dass sie doch dasselbe Hobby teilen. Und zwar Filme. Sie teilen Filme, sie lieben beide Filme, sind dann gleich auch in Schwärmen geraten, wie sie doch alle gerne auf der Couch gelegen sind und irgendwelche Filme angeschaut haben. Das war, fand ich auch sehr, sehr nett, dass hier auch da einfach mal so die Zwischenbeziehungen zwischen den verschiedenen Charakteren da auch nochmal einfach so ein bisschen aufgegriffen wird. Das fand ich wirklich sehr, sehr schön. Was hier in der Tat sehr witzig ist eigentlich jetzt, also was mir jetzt hier voll auffällt, ist natürlich das Waffen-Upgrade, was wir da gemacht haben, ist der Hammer. Also ich habe jetzt ja hier sehr viel Zeit auch in Mania verbracht gehabt, um da die Level nach oben zu kommen. Und da, man kommt nicht mehr so viele Erfahrungspunkte, beziehungsweise man braucht einfach auch so massig viele Erfahrungspunkte. Da war ich wirklich jetzt viel unterwegs, auch in Mania. Am Anfang nicht so erfolgreich, aber als ich dann natürlich die Skills gemacht hatte, lief das dann schon deutlich besser. Aber hier, das ist ja nochmal, das ist ja mein weiter Unterschied zu Mania, wie schnell ich die hier alle ausschalte. Es macht noch nicht mal Sinn, eigentlich hier irgendwelche Skills zu verwenden. Naja, lasst uns einfach überraschen auf den nächsten Boss. Der hat es auf jeden Fall verdient. Okay.
Nicht sehr nett, Abel. Was hat der Abel nur vor? Ich würde ich gerne echt mal wissen, vor allen Dingen auch in wessen Namen er handelt. Ah, Staubi ist auch da. Dazu gleich mehr. Ach, Abel, da hockt er in der Maschine drin. Ja, Moment, warte mal. Du kriegst natürlich meine neuen Skills schon zu spüren. Ja, Moment, wo bist du? Jetzt hier der Trier-Sieb, dann das hier nochmal. Und der Tornado, der ist mega geil. Oh. Der ist ja schon kaputt. Okay, war vielleicht doch nicht so schlau, jetzt schon die Supernova einzusetzen. Hier haben wir noch Staubi. Der hat dann noch eine kleine Nebenquest für uns. Auch saugeil, so einen hätte ich daheim, so einen kleinen Staubroboter. Also nicht diese kleinen runden Dinger, die auf dem Boden rumfahren, sondern genau so ein. Das schaut doch viel besser aus. Der Panzerbross. Okay, schauen wir mal, wie der sich hier mit meinem Tornado schlägt. Schaut euch das mal an. Der Tornado allein, was der da jetzt an Lebensbalken weggezogen hat, der ist echt übel. Also der Boss, der steht hier wirklich nicht lange. Und hier die Guillotine, die finde ich auch mega geil. Die machen alles... Oh. Oh. Das war nicht der Boss? Oh Mann. Sag mal. Okay, machen wir halt das mit dem Flammen hier auch nochmal. Aua, hörst du jetzt auf. Ja, ist einfach so geil, wie dieser Tornado, die Guillotine und der Trier-Sieb, das sind so mächtige Skills, muss ich sagen. Die hatten mir im Mania schon mit der alten Ausrüstung plötzlich so einen Schub gegeben. Bevor ich die Skills angefangen habe zu skillen und auch zu nutzen, bin ich in Mania Rachesand eigentlich so ziemlich untergegangen. Ich musste dreimal meine komplette Ausrüstung auch wieder reparieren. Und jetzt hier, seit ich dann die Skills genommen hatte, war das eigentlich fast ein Klacks. Ich bin da zwar trotzdem das ein oder andere Mal gestorben, natürlich weil meine Ausrüstung jetzt nicht so viel hergegeben hatte. Aber jetzt hier, das ist ja der Hammer, was das für Auswirkungen hat. Da bin ich echt mal gespannt, wie das dann in diesen Raids sein wird. Krass, also das war doch jetzt fast, gar nicht auf die Uhr geschaut, wie lange das jetzt gedauert hat. Aber lang kann das nicht gewesen sein. Wir geben jetzt mal ganz kurz hier noch Nebenquests ab. Der Ian hat ja auch immer was für uns. Dann haben wir da vorne noch was bei der Jenna. Und dann sprechen wir jetzt mal wieder mit Aaron. Ich bin schon mal sehr gespannt, was der jetzt zu sagen hat. Gute Arbeit, Lilly. Erzähl uns von deinem schockierenden Fund. Das Arsenal war vollgestopft mit Waffen. Sie wussten genau, dass es Ärger geben würde, wenn jemand dahinter käme. Würde die Festung in die Luft fliegen, wäre das ganze Gebiet hier radioaktiv verseucht. Die uralte Zivilisationswaffe LXT war auch dabei. Was hat der NED-Konzern nur vor? Meint ihr nicht, dass sie sich auf den Kampf gegen das Sterneinkorps vorbereitet haben? Damit wirst du wohl recht haben. Aber das ist doch etwas übertrieben. Hey, alter Mann! Weißt du nichts darüber? Mit Waffen habe ich nichts zu schaffen. Ich habe noch nie einen Fuß ins Arsenal gesetzt. Ja, war ja klar. Eine klare Antwort hätte ich von dir ohnehin nicht erwartet. Aber sag mal, so viele Waffen, selbst gegen das Sternheim-Korps, scheint das doch etwas übertrieben. Immerhin war es ihr Job, Waffen zu produzieren. Da ist das doch nicht ungewöhnlich. Natürlich ist es nicht so, dass der NED-Konzern das Geld nicht hätte. Aber die Wartungskosten für die Waffen hier in der Festung müssen enorm sein. Auch wenn sie das Sternheim-Korps als Monstertrupp Soulforcer bezeichnet haben, selbst das erklärt nicht diese Unmengen an Waffen. Vielleicht sind sie vom rechten Weg abgekommen. Um das herauszufinden, müssten wir den NED-Konzern selbst fragen. Ich will euch ja nicht unterbrechen, aber wir haben ein viel größeres Problem. Die Energiesignatur in der Festung bewegt sich nicht mehr. Die Energiesignatur bewegt sich nicht mehr? Ist das problematisch? Sie ist an einem festen Ort.
Vermutlich hat er etwas mit der Energie vor. Ja, genau. Vielleicht weiß der alte Mann etwas. Er hat doch für den NED-Konzern gearbeitet. Ich weiß nicht. Das weißt du also auch nicht. Und du willst ein Doktor sein? Wird man beim NED-Konzern automatisch zum Doktor, wenn man nur alt genug ist? Immer noch besser als das Sternheim-Korps, das einem jungen Nichtskönner das Kommando überträgt. Na, hast du nichts zu erwidern? Verdammt, verdammt! Da zeigt sich dein wahrer Charakter. Jetzt können wir nicht mehr auf Dr. Stoff zählen und müssen es selbst erledigen. Es sieht so aus, als würde die Energiesignatur jetzt stillstehen. Wir müssen uns beeilen. Laufen wir los und sehen nach, was sie vorhaben. Ich sage dir, die Energie der Kernkabinen reicht für eine Großstadt. Ich weiß zwar nicht, wofür diese Energie genutzt werden soll, aber Tatsache ist, dass es gefährlich ist. Es sind zwar nur Kinder, aber wenn sie es übertreiben, dann müssen wir etwas unternehmen. Sehe ich absolut genauso, habe ich kein Problem damit. Wenn wir jetzt hier was unternehmen, vorher schnappe ich mir noch rasch die Nebenquests. Von denen wir jetzt ja doch ein paar bekommen haben. Also drei habe ich jetzt hier gezählt, die jetzt neu dazugekommen sind. Und Erfahrungspunkte technisch stehen wir eigentlich auch wieder ziemlich gut da. Fast schon 40% erreicht. Ah, okay, gut, da muss ich dann nochmal zurück. Ah, wobei, nee, das kann ich auch hier machen. Ah, perfekt. Nee, gut, machen wir. Das Gemeine war, es gab eine Nebenquest. Für die musste ich dreimal in Mania Rachesand in die letzte Episode rein. Das war echt ein bisschen gemein. Vor allen Dingen, als ich das noch nicht gepackt hatte. Also heute habe ich das erst beendet, diese Nebenquest, damit ich auf Level 50 komme, weil ich hatte mir gedacht, ich kann nicht schon wieder mit Level 49 oder mit den schlechten Waffen aufkreuzen. Wäre ganz toll, wenn ich da mal endlich Level 50 werde. Also habe ich mich da echt hingesetzt, das noch vor der Folge hier zu schaffen. Und das hat sich ja super gelohnt, wie wir ja sehen, ne? Also die ganzen, in Anführungsstrichen, Bosse, die ich da jetzt platt gemacht habe, die waren irgendwie keine Bosse. Die sind so schnell kaputt gegangen, alle. Auch hier die Splatterhörner natürlich, die nichts aushalten. Oh, ist ja gemein, wenn von oben auch noch was runterfällt. Aber so langsam wird das Etherit auf jeden Fall knapp, denn jetzt kann ich nicht mehr mit Pulver oder Stücken oder Fragmenten hier das alles aufwerten. Ich brauche jetzt schon normales Etherit und da habe ich ehrlich gesagt noch nicht so viel gesammelt davon. Ich musste jetzt tatsächlich dann auch mein Pulver und alles eintauschen, damit ich hier dann tatsächlich meine ganze Ausrüstung aufwerten konnte. Ah, ich sollte hier trotzdem auch mal ein bisschen mehr meine Skills einsetzen, damit ich mich dran gewöhne. Also am coolsten von allen Skills finde ich ja den Tornado. Hier nochmal. Der räumt halt richtig auf. Ist echt mega. Da muss ich nichts tun. Weil das Schöne ist, der fliegt nämlich zu den Gegnern hin. Oh, warte mal. Wo war das jetzt? War das nicht gerade Soul-Sequenz hier? Ja, hier irgendwo ist die Soul-Sequenz. Ah, da auf der anderen Seite. Ja, die sollte man natürlich gleich mitnehmen. Ach, jetzt er, hier. Oh, nochmal einer. Der Schockspalter. Ah, hier, ein Trier-Sieb, noch so ein bisschen draufhauen und schon war der kaputt. Oh, giftiges Gas. Bitte pass auf. Ja, mache ich, kein Ding. Au. So, ich dachte, da können wir jetzt einfach durchrennen.
Aber, hä? Ach, drüber springen. Ja, okay, gut. Das kann man natürlich auch noch machen. Daran hätte ich jetzt nicht gedacht. Zu springen. Gut, ist trotzdem nicht ganz easy. Wie wir gerade schon festgestellt haben. Ah, jawohl, mit einem Schlag wieder alles ausgelöscht. Sehr schön. Oh, ein Grötchen. Schnell her damit. Und die Episode müssten wir dann aber auch gleich schon geschafft haben. Es sei denn, das ist wieder eine etwas größer angelegte. Ach, da komme ich immer nicht so durch hier. Jetzt. Triassib. Und Sensenmann hier, um die Leben gleich wieder aufzufüllen, die wir da verloren haben. Das hat schon wehgetan, das Gas. Ah, schon wieder der. Den hatten wir doch schon mal. Oder? Zumindest sein Bruder oder sowas. Hatten wir auf jeden Fall schon mal. Massakerops kenne ich. Ah, wir hatten, glaube ich, einen Stahl-Massakerops mal als Gegner. Aber das Blöde ist, bei der Ausrüstung bringen meine Skills halt nicht so viel. Aber jetzt können wir ihn zerlegen. Hier gleich der Tornado ist echt mein liebster Skill. Der räumt halt richtig auf. Und dann natürlich die Guillotine. Jawoll. Ah, geil ist das hier. Das macht richtig Spaß. Ach, 4 Minuten 45. Das ist ja gar nicht mal so schlecht. Und dann stürzen wir uns... Ach nee, warte mal, ich glaube, wir können... Ja, zwei Nebenquests können wir gleich mal abgeben. Das machen wir jetzt hier auch wirklich, weil das ist natürlich... Auch wenn wir jetzt da nicht so mega viele Erfahrungspunkte kriegen, es sind ja doch Erfahrungspunkte und die sind dann schon wertvoll, wenn wir nicht hier immer wieder natürlich durch die ganzen Dinger hier rennen wollen. Warte mal, jetzt ist ein bisschen mehr los hier mit diesen ganzen Nebenquests. Schauen wir mal, was hast du noch für mich? Meine Hobbys heißt die Quest. Das hätten wir erledigt, dann geht's erstmal wieder zurück, beziehungsweise holen wir uns da noch die Nebenquests ab. Über 거기에 강화 한번 하고 가지.